So, dann sag ich mal Hallo und herzlich willkommen zurück bei Thea The Awakening. Ich bin der Tovarok und wir sind hier. Ja, wir sind hier. Wir haben uns ein bisschen verlaufen, oder? Wir haben uns verfranzt. Wir haben uns ein bisschen verkehrten Weg genommen, weil hier war eine Sackgasse. Hier war tote Hose, hier war nichts los. Aber wir sind ja schon mal hier unten. Also versuchen wir mal, diesen Weg weiterzulaufen. Vielleicht haben wir ja Chance, dass wir da irgendwo was Essbares finden. Ich weiß gar nicht, was bauen die jetzt eigentlich ab? Ich muss mal kurz gucken. Produktion, was machen die? Ach, Gemüse. Die sammeln Gemüse, das ist doch sehr schön. Dann haben wir wenigstens Vorräte. Also Brennmaterial haben wir massenhaft und für 8 Züge haben wir Nahrungsvorräte. Also das läuft. Also das, die lassen wir noch ein bisschen sammeln, weil über Nacht können wir sowieso nichts machen. Wie gesagt, hier oben, das ist Nacht, das wird dunkel. Wir sollten da nicht umherlaufen, weil das wäre doof. Das wäre echt nicht gut. So, ich möchte mal hier in der Stadt gucken, was haben wir denn so alles. Dorfübersicht, mal schauen. So, wir haben 3 Weiden, eine Schmiede, hier noch eine Weide. Und ein Kohlfeld. Ein Kohlfeld, das bringt uns ja Leute rein. Und da kann ein Baby gefunden werden und so weiter und so weiter. Vielleicht haben wir das ja. Vielleicht können wir ja noch ein. Da wird gesammelt, ganz klar. Fischsalat hier wird auch gesammelt. Was haben wir denn da? Die ist am Wühlen, die muss am Machen. Fischsalat ist fast fertig. Wen haben wir dann frei? Die können wir mal hier unten reinsetzen. Pass mal auf, 7 Runden. Dann kommt die nachher noch dazu. Haben wir da noch jemand mehr? Ach, ich wollte ja mal was anderes schauen. Ich muss mal auf Bauen. Wir können ja eventuell noch ein Kohlfeld bauen. Was haben wir denn an Material? Pass mal auf. Holz haben wir ja massenhaft. Also Holz haben wir ja tonnenweise. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen Gemüse rein. Und was haben wir hier unten? Warte mal, was haben wir hier denn? Ton. Ton können wir auch nehmen. Da haben wir auch massenhaft von. Und wir nehmen ganz normales Eisen. Wir locken 4 Kinder an und 2 Menschen. Haben wir die Chance, dass die uns erreichen. Was das machen wir? Bestätigen. Genau, und dann kann hier unsere Britzilda, wie sie immer heißt, da 9 Runden. Alter Schwede, das dauert ja. Der hat einen Hammer, das bringt uns auch nicht viel. Das bringt uns auch nicht viel. Aber naja, gut, sie ist erstmal im Gange. Die anderen werden dann auch irgendwann frei sein. Dann können wir die nochmal rüberschieben da. Dann könnten die auch noch was machen. So, wir beenden die Runde. Zack, und hoffen, dass jetzt nicht da das größte Unglück passiert. Was haben wir hier? Ja, das ist klar. Einige Bewohner sind untätig. Das ist mir schon klar. So, was haben wir hier unten? Wollen wir hier mal schauen? Nein, wo war es jetzt? Da. Huha. Gut, da war kurz ein Nieser. Oder ein langer Nieser, wie auch immer. So, was haben wir gesammelt? Vorräte verwalten, mal schauen. 79. Wie viel sammeln wir denn hier so eine? Entweder pro Runde. 79 Stück. Nein, 14. 14 pro Runde. Ach so, ja genau. So, aber die Runde können wir auch beenden, weil wir wollen nachts nicht rumlaufen. Das ist viel zu gefährlich. Ich traue mich nicht, aber eigentlich könnten wir noch ein bisschen weitergehen, ne? Oder? Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Gemüse haben wir gefunden. Da oben sind Früchte. Da oben ist auch nochmal Gemüse. Und hier ist, was ist hier? Kohle. Kohle sind das beste Baumaterial. Sie brennen jedoch überraschend gut für einen Fels. Ja, ihr seid mir ein paar Nasen. Okay, das machen wir mal aus. So weit, so gut. Pass mal auf, wie weit sind wir hier oben denn? Ist die eine doch frei oder nicht? Produktion. Hallo? Da. Nee, sie ist im Gange. Sie sammelt Holz. Dann haben wir hier einen Bauen. 7 Runden. Wer ist denn frei? Ach, hier, guck mal da. Sie ist frei. Die hauen wir da mal rein. Nur 5 Runden. Ey, perfekt. So, und die bauen auch? Perfekt. Das läuft. So, beenden wir mal die Runde. A black cat is spotted rummaging through the barn. When it is caught, it runs off. But it seems to want you to follow it. Black cats are most commonly the familiars of witches. But there are several house demons, or protective demons, who can take up this form. Like a dolor, who is a guardian spirit. Or a thresher, who can protect your farm's threshing and bring good fortune. Das ist nun eine offene Frage, ne? Also wissen wir nicht genau, was wir machen sollen. Das könnte ja was mit Hexen zu tun haben, das könnten aber auch Schutzgeister sein. Also was sollen wir machen? In Ordnung, wir folgen der Katze. Pass mal auf, machen wir. The cat leads you straight to the pantry. He's obviously asking for food. Sie bittet um Nahrung. Ja klar, wir haben ja genug. You give it some food and it looks pleased. Over the next few days, you find your people have been gathering better crops.
So this must have been the treasure. Super, das ist doch mal nicht schlecht. Also, perfekt. Da haben wir Glück gehabt. Boah, ich dachte schon, das geht hier in die Binsen. So, das haben wir Nacht. Da sollten wir auf jeden Fall nicht rumlaufen. Auf jeden Fall nicht. Und das werden wir auch nicht machen. Werden wir nicht machen. Nein, nein, nein. Machen wir nicht. 122 haben wir jetzt. So, wir schauen nochmal nach. 122. Ey, perfekt. 17 Runden. Also das läuft. Das geht wundervoll hier. Das muss ich mal sagen. So, beenden wir die Runde. Hoffen wir, dass wir nicht... 57. Ich weiß nicht, wie lange das gut geht. Wie lange das hier gut geht. So, ist sie jetzt durch? Können wir die jetzt mit ins Kohlfeld reinsetzen? Die eine Lady. Fischer, das ist immer noch dabei. Warum? Da fehlt Fisch oder was? Ich, das darf nicht wahr sein. Nein, habe ich gar nicht gesehen. Habe ich gar nicht gesehen. Warum fehlt denn da Fisch? Haben wir keinen Fisch mehr? Wieso haben wir keinen... Wieso macht er denn Sachen, die wir gar nicht mehr haben? Weißt du was, dann setzen wir die unten mit rein. So, fertig. Nase voll. So, und das ist nur 3 Runden. Alle in Arbeit. Perfekt, gut. So, beenden wir die Runde. 158 mitten in der Nacht. Ach du Schande, alles dunkel. Aber noch alles sehr ruhig. Also... Da muss ich mal sagen, wir haben das echt ruhig im Moment. Haben wir denn alle am Sammeln da jetzt? Überhaupt? Wer ist denn noch... Nein, sie sind alle am Sammeln, so wie es sein soll. Vorräte, warte mal auf Ausrüstung. Haben wir noch einen... Wir haben noch einen Korb frei. Bringt uns aber nichts. Das ist nur 1+1. Sammeln. Das bringt uns gar nichts. Was hat sie denn hier? Sammeln 3. Kann ich hier ruhig einen mehr geben? Zack. Der kann sie gleich tragen. Nein, wie schwer ist denn so ein... Wie schwer ist denn das Ding? 20 Kilo? Hallo, was ist denn das für ein schweres... 80 Kilo? Leute. +3 sammeln. Nein. Was hat er jetzt hier? +3 sammeln. Hat sie auch was? Macht sie irgendwas? Nee, ne? Was hat sie denn? Sammeln 2. Könnte sie das tragen? Könnte sie... 5 sammeln. Super. Kann sie mithelfen. Hallo. Was hat er hier denn? Was hat er denn hier? Kann er auch sammeln? Nee, hat gar nichts. Sie hat, glaube ich, auch nichts, ne? Sammeln, sammeln, sammeln. Nee. Hat die sammeln? Hat die sammeln? Wo, wo, wo? Auch nicht. Und das sowieso nicht. Das können wir ja sowieso nicht anrühren. Ich misste. So, schauen wir mal nach. Ups. Perfekt. Die sammeln ein bisschen mehr. Ein bisschen schneller. So, gut. Beenden wir auch diese Runde. Mit der Hoffnung, dass nichts passiert. Es wird wieder hell. Es wird wieder hell. So können wir auch wieder los. So können wir auch wieder los. Wie sieht es denn hier aus? Produktionstechnisch. Schwerter werden noch gemacht. Und die Silbergeschichten. Siehst du, da sind wir fast fertig. Fast fertig, dann haben wir noch ein Kohlfeld. Dann hoffen wir mal, dass wir auch bald mal ein Kindchen finden. Das wäre echt nicht schlecht. Aber wir beenden noch diese Runde einmal. Zack. So. Das ist doch nicht schlecht. So, dann können wir die einpacken lassen. Was haben wir jetzt gesammelt? Haben wir reichlich zusammen? 206, Alter, das ist doch für 29 Runden nicht schlecht. Dann können wir die Herrschaften hier weiterlaufen lassen. So, und zwar in diese Richtung. Wir gehen mal in diese Richtung. Können wir noch weiter? Ne, wir bleiben hier. So, ich hoffe mal, dass wir uns jetzt nichts... Ach, wir haben hier einen Punkt. Wir haben hier einen Forschungspunkt. Ein Forschungspunkt. Den haben wir in... Was haben wir hier denn noch? Wann? Zweihändige Schwerter. Mhm. Und hier eine Armbrust. Wir können auch Armbrust bauen. Schwieriger herzustellen als Bögen. Hm. Stäbe. Stäbe. Nein, das ist natürlich nicht so das. Aber das wäre doch was. Zweihänder.
Die Kriegerklassen kann sie eigentlich nicht einsetzen. Und was haben wir denn noch? Bauen? Können wir noch irgendwas bauen? Das Kohlfeld haben wir. Wie ist das denn überhaupt mit dem Wachturm? Da können wir vielleicht ein bisschen mehr sehen. Und was haben wir hier oben? Gesegnetes Baumsymbol. Als, verloren, kosmische Scheiße gesehen. Und das hier? Ein Totem. Steigert die Fertigkeit Magie. Heranwachsende Kinder können die Hexenklasse wählen. Ach du Schande, das ist eine große Frage. Was sollen wir machen? Was machen wir denn da? Was haben wir hier noch Schönes, Schönes, Schönes? Wir haben hier noch Bernstein. Die Seltenheit des Edelsteins verstärkt den Bonus. Machen wir einfach mal. Bestätigen wir. So, was haben wir noch? Ach, guck mal da. Da ist es nämlich. Das ist dieser andere Stein. Kann er mir sagen, was das ist? Nein. Bernstein. Das hier? Hallo? Sagt er mir nicht. Na gut. Ach, na gut. Forschung abgeschlossen, Forschung verfügbar. Ach so, okay. So. Das haben wir auch. Weiter reisen können wir nicht. Was haben wir hier denn? Ressource gesichtet. Pass mal auf. Wo denn? Zu Hause? Welche Ressource? Wo, hier oben? Das da, oder was? Quarz. Na gut. Quarz wollen wir ja noch nicht. Was haben wir hier denn? Ressource. Ach, da. Da können wir die Sachen ransammeln. So, wir könnten ja aber auch theoretisch was basteln, wo wir dieses schöne Teil einbauen. Was machen wir? Schwert? Das bringt uns aber, glaube ich, nichts, ne? Wenn wir das einbauen hier. Wir können es ja mal versuchen. Reinwert weg aus Interesse. So, nehmen wir das mal dahin. Und hier unten haben wir das. So. 5 Schaden, 5 Abschirmung. War das gut? Ich weiß es gar nicht mehr. War das echt gut? Da haben wir jetzt den Quarz. Wir versuchen das mal. 5 und 5. Das ist das Gleiche. 5 und 5. Können wir den da reinnehmen? Den könnten wir auch. 6 und 6. Alter Schwede, hallo. Da läuft der Hase. Da lübt das. Knochen, haben wir noch einen Knochen irgendwo? Knochen, Knochen und hier Knochen. Mal sehen, bauen wir das mal ein. 6 und 6 und das Ding. 3 und 6. Aha, können wir das einbauen. Monsterschlechter. Hallo, mein Freund. Den werden wir doch mal... Aber wir warten, weil... Nein, das haben wir freigeschaltet. Oder nicht? Doch, nee, haben wir nicht. Pass mal auf, wir machen es mal. So. Und hier schlechter. Pass mal, das war hier der Knochen. Das war, glaube ich, der hier, ne? Weiß ich das gar nicht mehr. So, und das war den da, der kommt da rein. Und hier unten hatten wir... Was haben wir hier denn? Ein Rubin. Da müssen wir auch mal schauen, was der Rubin bringt. Silber. Ach nee, das waren wir ja noch nicht. Silber war schon nicht schlecht, aber was haben wir denn noch? Hatten wir keinen Strom mehr? Sollen wir das jetzt noch einsetzen? 5, 5 von Geschicklichkeit 1. So, und den hier? 8, 6, 8 und 6. Alter, 8 und 6. Und wenn wir das Ding einbauen, 8 und 6. 6 und 6. Na, dann wollen wir doch mal lieber unser Silber einbauen. Das klingt doch nicht schlecht. 8 und 6, Alter Schwede. Und das Ding? 7 und 7. 7 und 7, 8 und 6, so. Aber wir haben ja auch noch Quarz. 5 und 5. Ach so, okay. Das Silber ist natürlich wesentlich besser. So, was haben wir denn noch? Könnten wir das Silber hier vorne auch noch einbauen? 8 und 6, 8 und 6, 1. Dann nehmen wir doch lieber diesen gammeligen Knochen. Den, da haben wir massenhaft von, also eine ganze Ecke von. Alter. 8 und 6, nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, das haut rein. Das ist nicht schlecht, das nehmen wir so. Alter, bestätigen. Bau das Teil, den Monsterschlechter. Du bist frei, du hast nichts zu tun, kannst hier mal ein bisschen was machen. Und die Herrschaften haben auch alle nichts. Haben wir so viele hier auf Lager, wollte ich gerade sagen? So, die können das tun. Die sind alle beschäftigt. Oh, hier ist noch eine. Die hat noch nichts zu tun. Denn ist unser
Kohlfeld auch fertig. Sehr schön. Dorfübersicht. Wir haben 3 Weiden. Hast nicht gesehen. Kohlfeld, Kohlfeld. Sehr schön. Sehr schön. Super. Dann hoffen wir mal, dass wir mal neue kleine Damen und Herren willkommen heißen. So, können wir noch weiterlaufen? Ach, das war nur diese kleine Ecke. Brauchen wir also nicht. Wir beenden die Runde. So. Der Produktion gestoppt. Was? Was? Meinst du jetzt das jetzt hier, oder was? Wir schauen hier mal kurz rein. Produktion. Das läuft. Das läuft auch. Der Monsterschlechter ist noch in Gange. Wie gesagt, da haben wir noch keinen für. Aber die bauen erstmal den ersten fertig und dann bauen sie den zweiten. Da haben wir nichts. So, aber hier. Wo sind wir denn jetzt da? Laufen. In welche Richtung? Gehen wir mal hier hoch. Da oben ist nämlich irgendwas. Oh, ich bin gerade erschrocken. Naja, gut. Das ist nicht so schlimm. Beenden wir die Runde. Was sind das, Wespen? The sky is darken, the air becomes thick and stuffy, and a chilling silence befalls the land. Then a hungry grumble tears across the land, and the sky is torn by a white flash of Perun's fury. A thundering storm cuts through the skies, and your village is in its path. Ein donnernder Sturm schneidet durch den Himmel, und euer Dorf liegt in seiner Schneise. Bereitet euch auf den verärgerten Gott und seine Macht vor. Gut, machen wir. The storm rages for hours on end. Thunder strikes from the heavens, bringing destruction and fear. Trees fall before your eyes. Stones fly as the angry winds blast into every corner of the land. Fires break out where the angry hand of Perun hits hardest. As your people try to stay safe, some inevitably fall prey to small injuries. Oh Mann. Da werden wir Verletzungen davon tragen. Ach du Schande, bleibt Entdeckung, hofft, dass der Zorn Peruns euch diesmal verschont bleibt. The storm is nearly over, but the last few angry thrusts seem more vicious than ever. One of the people, terrified and confused by the chaos, runs out into the open and finds shelter under a tree. Oh Gott, hallo, hallo. Verärgernis, Freiheit, sucht Schutz unter einem Baum. Was machen wir denn da? Ach Gottes Willen. Rennt der Person hinterher und bringt sie zurück in die Sicherheit. Lasst den nahen. Es gibt andere, die ihr beschützen müsst. Rennt der Person hinterher. Wir müssen die. Nein, wir können keinen verlieren. You run after the fool and try to take them back to a safer place, but a thunder strikes the tree they were hiding under. You both receive some burns, but you see the tree fall where your friend stood just seconds ago. Alter Schwede, da haben wir doch, ne? Bleibt in Deckung, bis der Sturm verzogen ist und sich jemand um den Verwundeten kümmern kann. Ach du Schande, Entschuldigung. So, ja. Das gab ein bisschen Verletzungen. Ach du grüne Neune, nein. So, wir schauen mal nach. Aber wir sind ja... Das sind ja ganz normale Verletzungen, nichts extrem Schlimmes. Also, oh Gott. Sonst geht es uns einigermaßen, oder was? Ausrüstung. Da, ein bisschen verletzt. 7 Wunden. 11. Da auch 3 Wunden. Ach Gott. Na gut, aber die bewegen sich ja nicht. Die sind ja nur am Sammeln. Und das ist auch gut so. Die sind fleißig dabei. Und ja gut, kleiner Bienenstock. Wir werden immer die Bienen vernichten. Nützt ja nichts. Wir müssen da echt was gegen tun. So. Ein Zweikampfangriff. Am besten auf Nummer sicher gehen und Tricks anwenden. Braut ein Gift und setzt sie in einem der Köder ein. Wir machen mal die Krankheit. Ihr braucht ein potentes Gift, das bestimmt jede Bestie umbringen wird. Alles klar, brauchen wir das. 2x Krankheiten heilen. Wir versuchen mal unser Glück, ob wir das hinkriegen. Was haben wir denn da? Die 13. Ach, die 13 wäre das Schönste. Das wäre nicht schlecht. Aber gut, wir nehmen das hier, was wir da haben. Wir lassen das so. So, der Gegner ist an der Reihe. Mal sehen, was da rauskommt. 13 und 6. 13 und 6 Angriff. 18 und 2 ist natürlich nicht die dicke Wurst hier, ne? Sie könnten wir rausholen. Vorstellung haben wir erste Aktion. Ach, nur ein Punkt. Da können wir gar nichts mit anfangen.
Ach Mist, was machen wir denn da? 14, 10, hier ein Zapfling. Den lassen wir die mal rausholen hier. Der Zapfling, wir dürfen nochmal mehr. Erstattung gegen die Vorstoßen können wir nicht. Miste, das ist ein bisschen ärgerlich. Sie hätten wir auch noch. Nehmen wir die mit raus. Und nochmal eine Krankheit. Das ist wieder. Fünfmal sind wir dran. Okay. So, raus. Raus. Gegenseitig erste Aktion. Wir können nichts machen. Schade. Wir könnten höchstens vorstoßen. Nehmen wir sie mal raus. So. Das müsste reichen. Das müsste genug Blut sein. So. Kampfphase 1. Ich bin mal gespannt. So. Ja gut. Okay. Alles klar. Brauchen wir nicht groß gespannt sein. Das hat sich denn so erledigt, wie es halt eben. Ja gut. Wir nehmen die Beute und machen uns vom Acker. So denn. So, können wir noch weiter laufen? Haben wir noch eine Chance? Ja, wir können da locker reingehen. Sollen wir uns den Bienenstock noch vornehmen? Sollen wir uns den... Ja, weißt du was, wir nehmen uns den vor. So, ihr nähert euch den Bestien und habt Zeit, einen Angriffsplan auszuarbeiten. Was machen wir? Kräft, wieder die Krankheitsgeschichte machen oder sollen wir direkt angreifen und die Bestien klein kriegen? Ich würde sagen, wir machen mal einen Direktangriff. Eine Blutbiene und 4 weltgewordene Bienen. Gut, auf in den Kampf Toreros. Was haben wir hier? Ach, die ist natürlich ein bisschen schade. Die möchte ich am liebsten da weg haben. Aber die anderen sind super. Lassen wir so. Gegner. So. Er kommt raus. Und wir haben noch einen mehr. Hallo, hallo, hallo. Hier. Autsch, lässt du das bleiben? Böse Biene. So, erste Aktion haben wir. Wir haben eine erste Aktion. Die können wir hier mal einsetzen. So. Autsch, lässt du das? Also. So. Darf ja wohl nicht wahr sein. Da, sag mal. Verbündete Schützen könnten wir. Erste Aktion durchführen könnten wir nicht. Wir können aber vorstoßen. Das machen wir mit ihm hier. Und ich möchte sie eigentlich auch raus haben. So. Mutter Teresa, die bleibt drin. Die macht nichts. Das möchte ich nicht. Dass sie uns da wehtut. Schnippel, schnippel. Wir machen echt Kleinholz hier. Dann war das ja wohl durch. Siegreich. Wir waren siegreich. Juhu. Da ein bisschen Verletzung haben wir davon getragen. Aber naja, okay. So, warte mal. Ich möchte mal schauen, was haben wir hier an Rohstoffen. Wir haben hier Pilze und wir haben... Alter, was haben wir hier denn? Ton und Kohle haben wir hier. Aber da oben ist noch irgendwas. Da möchte ich doch auch mal gerne hingucken. Können wir noch weiter uns bewegen? Ein bisschen. Da ist noch was. Das ist irgendwie ein Flatter. Hier. Wie gehen wir dich da ran? Vielleicht können wir das sehen. Das sind doch Ratten oder was sind das? Das sind doch... Ich kann nicht drehen, ich kann nicht drehen. Nein. Das sind Ratten oder sowas, ne? Und Fledermäuse und ach du Schande. Meine Güte. So, wie geht's unseren Damen und Herren? Hoffe, uns geht's ein bisschen besser. Immer noch sehr schlecht, zwei von... Aber das ist doch jetzt keine... So, Mutti, wollen wir gucken. 7 Wunden, aber das wäre nichts... ganz Schlimmes. So, wir beenden die Runde. So, diese Sache ist besser auf jeden Fall. Mich ärgert hier eine Fliege, wie mich. Also das ist zum wahnsinnig werden. So, wie geht's uns? 5 von 9, ja, viel besser. Wesentlich besser. Sehr schön. So, wo sind wir jetzt? Hier unten irgendwo laufen wir rum. Sollen wir uns die... Ich denke, wir nehmen die uns mal vor, die Herrschaften hier. Das machen wir. Ha! Und das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Runde, Freunde. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.